The Universal Soldier habe ich gesungen. Aber der Deserteur, und die Frage war ja, kann der russische Deserteur, der für Putin nicht in den Krieg ziehen will, entweder unehrenhaft entlassen werden oder sogar verfolgt werden? In Russland beispielsweise oder in Belarus, Weißrussland, haben wir früher gesagt. Da ist ja die Wolke nach Tschernobyl drüber. Ne? Deswegen sind die ein bisschen beschränkt. Ne? Weil die, das ist gut, ne? Weil die Wolke 1986, Anfang Mai oder Ende April, über Weißrussland. Ja, jetzt kommt der ernsthafte Teil. Die Kinder sind da geschädigt worden und da gab es keine Daten damals. Weil ich bin ja studierter Kernphysiker und war da Strahlenschutzbeauftragter und Rad und Rem hatten wir noch und Radiation Equivalent Man, nicht Woman, sondern Man. Radiation Equivalent Man, nicht Woman. Also unehrenhaft entlassen gibt es auch bei einer Behörde natürlich. Willst du das, hat einer gesagt. Nee, aber mit Schweden ist es nochmal anders. Weil was geht es denn? Den Scheißkerl da vom Bosporus, was geht denn das an, ob die Schweden den Koran verbrennen oder nicht? Da hat er nicht reinzureden, das ist die Wahrheit. Man braucht den Idioten vom Bosporus noch, als nützlichen Vermittler, als nützlichen Idioten braucht man den noch. Aber den Koran verbrennen, das ist eine nationale Frage. Eine Bücherverbrennung an sich ist eine Handlung, die man natürlich nicht unbedingt gestatten muss als Staat, weil das kann auch so ein bisschen faschistoid sein, sage ich jetzt mal. In Deutschland wurden auch mal Bücher verbrannt, das wissen wir, und entartete Kunst und so weiter. Das ist natürlich die falsche Richtung. Aber da geht es vielleicht um ein bisschen was anderes. Geht es um höhere Politik. Ja? Also die NATO-Mitgliedschaft ist gemeint und da mischt sich einer ein, der die Klappe halten soll. Ja? Ich finde, er soll die Klappe halten. Er soll mal die Verfolgung der Kurden einstellen. Der Scheißkerl vom Bosporus. Ne? Sonst kriegt er von mir Charlie Hebdo so lang, bis er sagt, das ist jetzt Präsidentenbeleidigung oder so. Irgendwas gibt es einen Straftatbestand in der Türkei nach seinem Recht, aber nicht nach meinem Recht. Halt's Maul, ne? Halt die Klappe. Und jetzt in meiner aktuellen beruflichen Situation will ich mal ein bisschen schweigen. Ich weiß ja, wer was liest und nicht gelesen hat oder wem was egal ist. Wichtig ist, dass hier Baustellen sind und wie komme ich mit den Leuten klar? Und das, was ich jetzt im Mund habe, ist ein Salat. Ne? Da ist mir eine Münze aus der Hand gefallen beim Bezahlen. Warum? Weil ich es nicht gesehen habe, du Arschloch. Habe ich zu der nicht gesagt. Die ist sehr frisch dort. Die hat das, ich habe gesagt, hier Salat nur von der Theke. Dann sagte ich, sehe das nicht. Ne? Ach so. Aber ich zahle gut, habe ich gesagt. Und dann hat sie mir das da eingepackt. Und auf dem Rückweg ist also die Soße rausgelaufen. Eine Pilzsoße, Pilzrahmsoße war das, die rausgelaufen ist. Habe ich gar nicht gemerkt. Und dann kam ich zurück zu Fuß mit letzter Kraft. Unterwegs habe ich noch die Nachbarin getroffen. Grüß Gott, Frau Nachbarin. Ich habe aber sie gar nicht erkannt, sondern den Sohn. Ne? Der heißt Benjamin. Das ist ja auch ein interessanter Name. Der Benjamin ist ein feiner Kerl so. Ne? Ich habe ja so 10 Nachbarn, also man weiß jetzt nicht, wo der wohnt. Insofern kann ich das ruhig erzählen. Der Benjamin kann ja nichts dafür. Also in dem Alter kann man nichts dafür, wenn das anders läuft wie geplant. Ist bei mir auch so. Ne? Also nur für heute. Aber das andere ist ja klar, Koran, also den habe ich verscheucht damals, vor 10 Jahren am Edeka, wollte mir doch einer einen Koran schenken. No thanks, a lot, I read in the Bible. Das habe ich auch schon erzählt, dann hat er Abstand genommen. Also die Salafisten heißen die, die sind so ein bisschen Staatsschutz, gibt es ja auch, was schützt der Staatsschutz? Natürlich nicht, der Verfassungsschutz schützt ja nicht die Verfassung, sondern die Reichen, und das ist ja auch klar. Und die müssen aber, die Reichen müssen jetzt nicht unbedingt falsch liegen. Jetzt sagen wir mal Europa und so. Man kann sich mit denen schon arrangieren. Aber wir wollen trotzdem 10,5%. Und dann, das habe ich nicht, das ist ja klar. Also, ich tue mir da auch schwer.
loyal, wie ich bin, Sie wissen. Also jetzt 10,5% zu verlangen, es geht nicht um mich hier. Mir wird Egoismus unterstellt, Quatsch. Weil die, die die eigentliche Arbeit machen, schwer körperlich rödeln müssen, Steine klopfen, habe ich in zu einem anderen Tweet gesagt, die verdienen ja gar nicht so gut. Und wenn wir Inflation haben, und der Kaufkraftverlust muss ausgeglichen werden. Das geht gar nicht anders. Wenn man nämlich nicht genug Kohle rausrückt, dann brechen genau die weg, die eigentlich die Leistungsträger in unserer Gesellschaft sind. Nicht die Oligarchen, meine Damen und Herren, sondern die, die die eigentliche Arbeit machen. Und auch die, die teilweise in den Krieg ziehen oder die die Flüchtlinge versorgen. Ich bin selber ein Flüchtling, was ja ein allgemeines Gelächter auslöst, bis ich den Ausweis vorzeige. Manche lachen dann immer noch, ne? Ist doch was anderes. Ne? Nee, ist nichts anderes. Ne? Wer Flüchtling war, wer fast abgekratzt ist, als Säugling unter einem Jahr, fast abgekratzt ist, unter einem Jahr, der weiß, um was es hier geht. Ne? Fast abgekratzt. Also in diesem Sinne, schönen Abend noch.